Ich habe mir jetzt eine weitere Musikdatei hier reingezogen. Jetzt werde ich mal ein kleines bisschen mit meinen Dateien arbeiten. Dieses hier oben ist übrigens meine Datei Anfahren. Die ist so kurz geworden, weil die andere elend lang ist. So, jetzt als erstes teile ich die Stereospur mal auf, mache das andere weg, mache das andere auf Mono. Und jetzt werde ich erstmal sagen, so viel brauche ich gar nicht. Die tue ich weg. Damit ich jetzt besser sehen kann, klicke ich hier oben mal auf das Plus und vergrößere die Ansicht. Ich glaube, es kann ich immer noch ein bisschen kürzen. Entfernen. Das mache ich auch noch weg. Entfernen. So, jetzt kann ich nämlich alle meine Dateien hier auf dem einen Arbeitsbereich sehen. Ihr seht, dass diese hier hellgrau ist. Das heißt, die ist im Moment stumm geschaltet. Wenn ich anschalte, höre ich im Moment gar nichts, weil ich wieder nach vorne klicken muss. Jetzt höre ich die untere Musik. So, jetzt schalte ich hier einmal auf Stopp. Jetzt werde ich mal hier dieses Stumm wegnehmen. Jetzt sehe ich beide Dateien und jetzt lasse ich mal beide abspielen. So, das war noch keine gute Idee, das so zu machen. Das gibt noch kein gutes Hörspiel. Man fängt ja erstmal mit einer Musik an. Und dazu werde ich diese eine Datei einfach mal hier vorne ein bisschen wegschieben. Dazu klicke ich auf den Doppelpfeil. Jetzt kann ich die nämlich bewegen. So, da lasse ich sie jetzt mal stehen. Dann klicke ich mir das Ganze noch ein bisschen größer, muss mir den Ansichtsbereich zurückholen und denke, dass ich das Einblenden doch noch ein kleines bisschen länger machen werde. Mit meinem Doppelpfeil kann ich jetzt nichts anfangen. Jetzt muss ich hier oben wieder auf das gehen, was wie ein I aussieht, was die Einfügemarke ist. Jetzt mache ich mal mein Einblenden von eben noch ein bisschen länger und das Ausblenden lasse ich erstmal so. Jetzt gucke ich, was ich erreicht habe. Das habe ich absichtlich so stehen lassen. Solange die Markierung hier ist, höre ich immer nur diesen Bereich. Jetzt klicke ich mal nach vorne oder hier auf den Doppelpfeil nach vorne und höre mir das beides mal an. So, jetzt könnte ich natürlich weitere Sachen da einfügen, zum Beispiel eine Fahrradklingel oder einen, der Hallo sagt. Für jedes weitere Geräusch ziehe ich einfach aus dem Explorer eine weitere Spur hier unten auf, klicke auf diesen Verschiebepfeil und kann dann auch die anderen Sachen dann einfach so verschieben, dass die Reihenfolge mir hinterher genehm ist. Wenn ich mit allem fertig bin, gehe ich auf Datei, exportieren als MP3, nenne das mal meine Aufnahme 2, speichere das und damit sind jetzt diese beiden Sachen in einer Datei zusammengefügt. Ich schließe mal Audacity. Nein, ich möchte nicht speichern. Dann gucke ich mal, wo ist hier ist meine Datei A2. Die mache ich jetzt mal mit Audacity wieder auf. Dann müsste, wenn alles richtig ist, ja genau, dann ist es nämlich nur noch eine Spur, weil die beiden Spuren, die ich eben hatte, zu einer zusammengefügt worden sind. Das würde mit 10 Spuren genauso gehen. Und wenn ich das alles fertig habe, dann habe ich im Grunde genommen die Tongrundlage für meinen Podcast und wenn ich einen Videopodcast machen will, dann würde ich jetzt diese Tonspur nehmen, in den Movie Maker gehen und da dann wieder Bilder zufügen.